Derzeit ist es so, dass verstärkt kleine und mittlere Unternehmen sich des Themas Internet gewahr werden und sehen, ich muss hier etwas tun. Wir befinden uns im Jahr 2010. Es gibt schon vielerlei Unternehmen, die mit ganz unterschiedlichen Geschäften, Geschäftsmöglichkeiten im Internet vertreten sind. Und die frohe Botschaft am Anfang ist natürlich die, dass der Kuchen, den es hier zu verteilen geht, immer größer wird. Der Hauptverband des deutschen Einzelhandels redet derzeit von einem B2C-Umsatz, also dem Umsatz mit Endkunden im Internet, von 23,7 Milliarden Euro, die für das Jahr 2010 geschätzt werden. Ein starker Wert, der zwar nicht mehr die zweistelligen Zuwachsraten der Vorjahre letztlich birgt, aber dennoch im guten einstelligen Bereich Zuwachsraten mit sich bringt. Nun, wo es Verkäufer gibt, irgendwo muss der Umsatz auch herkommen. Das ist von den Internetnutzern und auch hier haben wir noch Zunahmen. Momentan kann man sagen, dass ca. 2/3 der bundesdeutschen Bevölkerung im Internet vertreten sind, sprich dieses Nutzen auf die unterschiedlichste Art und Weise. Diese 2/3 gliedern sich in unterschiedlichste Käufergruppen und Strukturen, haben aber hauptsächlich im Jahr 2010 eins gemeinsam. Das ist die Erfahrung mit dem Internet. Es gibt kaum noch die neuen Internetnutzer, die mit jeglicher Website-Gestaltung oder Shop-Gestaltung zufrieden sind, sondern hier herrscht wirklich ein Fachwort, das gilt es für KMU durchzusetzen, umzusetzen, zu realisieren und zu beherzigen. Das Schlagwort heißt Professionalität. Professionalität können kleine und mittelständische Unternehmen, insbesondere bei Leuchttürmen, bei anderen Unternehmen, die die Sache bereits sehr, sehr gut machen, abschauen. Und diese Leuchttürme, die versuchen wir jährlich zu finden im Rahmen des Websites Awards des Netzwerks elektronischer Geschäftsverkehr. Im Jahr 2010 hat es auch wieder einige Preisträger gegeben, die mit hervorragenden Informationswebsites, aber auch Shop-Lösungen begeistern und die eben aus dem kleinen und mittelständischen Bereich kommen. Ich kann Ihnen, meine Damen und Herren, nur wärmstens empfehlen, schauen Sie sich diese Seiten an. Was Sie dort nämlich vorfinden, sind wunderbar gestaltete Lösungen, die professionell verschiedene Aspekte des Internets, wie beispielsweise das Thema Bewertungen durch Kunden, wie beispielsweise das Thema Zahlungsverfahren, Gütesiegel und Website-Gestaltung allgemein abdecken. Lassen Sie mich Ihnen hier zwei Beispiele nennen. Da wäre zum ersten die Website www.schornsteinmarkt.de, die den dritten Preis im Rahmen des Bundes-Awards gemacht hat. Eine hervorragende Leistung. Schauen Sie sich die Website an, es lohnt sich. Und die zweite Webseite, das ist die rotezora.de. Rote Zora kennt man sicherlich noch aus der eigenen Kindheit. Das ist eine kleine Buchhandlung, die es geschafft hat, im Internet mit einer Informationsplattform, wo aber ständig auch etwas passiert, wo Dynamik herrscht, wo Leben herrscht, die Leute zu binden und gleichzeitig mit einem angegliederten Online-Shop auch es schafft, nennenswerte Umsätze zu erwirtschaften. Nutzen Sie die Leistungen, die wir als Netzwerk elektronischer Geschäftsverkehr und im Handelssegment natürlich auch das E-Commerce Center Handel insbesondere Ihnen bieten. Machen Sie sich schlau zum Thema E-Commerce.